Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Cargo Bike Lovers. Mein Name ist Liesje de Reuter und ich nehme euch auf meinen ehrlichen und schonungslosen Erfahrungsbericht zu 2 Jahren Kippshelter Plus mit. Und wir geben heute alle Updates und Upgrades zum erfolgreichsten Video aus 2023. Dieses Video handelt nicht von Lastenrädern, sondern von unserem kleinen Caravan aus den Niederlanden, unserem Elmo. 2 Jahre Kippshelter Plus mit Opel Corsa D. Unsere Erfahrungen, Pannen und Abenteuer. Alles, was du über den Kipp 2024 wissen musst in einem Video. Das erste Video hat viele Kommentare erhalten und wir haben seitdem wieder viele, viele Kilometer mit unserem Wohnwagen zurückgelegt. Wir waren beim Service bei Kipp, haben also Erfahrungen mit dem Service gemacht, die wir gern mit euch teilen möchten. Und wir sind durch Spanien und Frankreich gefahren. Wir waren in Montpellier, Béziers, am Canal du Midi, in Cadaqués, in Figueres, Barcelona, Saragossa, Bilbao, auf der Dune du Pilar und wir sind durch Bordeaux geradelt. Für mehr Abenteuer von Napoleon und mir, da empfehle ich euch unseren Reisekanal, nämlich meinem Kanal Liesje de Reuter. Hier bekommst du noch mehr ausführliche Infos über unsere Reiseziele und kannst mehr über die Reisen erfahren. Jetzt aktuell sind wir an der letzten Station unseres insgesamt fast 4-wöchigen Urlaubs und wir sind momentan in Soulac-sur-Mer in Frankreich und wollen die Gelegenheit für dieses Video nutzen. Regen und eine lange Wanderung am Vortag über die Dune du Pilar ermöglichen uns heute dieses Video. Und für all diejenigen, die sich jetzt wundern, dass der erste Teil nämlich noch gar kein Jahr alt ist und im Titel dennoch 2 Jahre stehen. Ja, wir haben 1,5 Jahre als Titel nicht so schön empfunden. Hört sich irgendwie doof an. Tja, wir haben es uns einfach gemacht. Wir haben das Kaufdatum und nicht den Zeitpunkt der Auslieferung herangezogen. Ich denke, das ist okay, oder? Was meinst du? Schreibt's in die Kommentare. Eine Info vorweg. Wir haben den Kippshelter Plus bei Kipp in Hoogeveen 2022 gekauft. Dieses Video ist ohne finanzielle Unterstützung entstanden und es soll dir bei deinen Entscheidungen rund um das Thema Kipp oder Kippshelter Plus helfen. Wir wollen betonen, dass es unsere Erfahrungen sind. Ja, deswegen kann es auch sein, dass du Dinge anders bewertest und das ist auch gut so. Wir freuen uns auf dein Feedback, also lass gern einen Daumen hoch da sowie einen Kommentar unter diesem Video. Wir gliedern dieses Video in mehrere Teile. Unser Kippshelter Plus bei Kauf. Wie haben wir den Kipp Shelter Plus konfiguriert. Unsere Ausstattung nach 2 Jahren mit dem Kipp inklusive aller Upgrades. Kommentare und Fragen aus dem ersten Video. Keine Sorge, du musst das erste Video nicht gesehen haben. Dieses Video ist eigenständig. Natürlich freuen wir uns, wenn du dir das erste Video trotzdem anschaust. Punkt 4. Roomtour und Exterieur. Boss Owl, Vario-Löffel, also einmal das Vorzelt und einmal das Sonnensegel. Pro und Contra dieser beiden Anbauten. Wartung und Service bei Kipp. Unser Fazit und der Ausblick. Wie wünsche ich mir den Kipp Shelter Plus in der Zukunft? Und was wollen wir an unserem Kipp in der nächsten Zeit verändern? Bevor wir in die Punkte starten, möchte ich uns erst einmal vorstellen. Wir sind Napoleon, Julian und Lisa, also zu zweit mit Hund unterwegs. Wir reisen gern in die Niederlande, Frankreich und Spanien. Und es gibt sicherlich noch Länder, die wir auch weiter entdecken werden. Da freue ich mich schon drauf. Vielleicht habt ihr da ja auch Tipps für uns. Vor dem Kipp spannen wir einen Opel Corsa D. Der hat das Baujahr 2011
mit 86 PS Benzin. Wir haben beide den Führerschein der Klasse B, also wir dürfen Gespanne bis 3,5 Tonnen fahren, respektive 4,25 Tonnen, wenn der Anhänger 750 Kilo nicht übersteigt. Wie Wohnwagen und Führerschein Klasse B zusammen funktionieren, das erfährst du in dem Video vom ADAC in der Infobox. Und wir haben den Kippshelter Plus gekauft, ohne jemals persönlich darin gewesen zu sein. Ein bisschen irre, oder? Nachdem wir so viele Kommentare unter dem ersten Video jetzt gesehen haben, mit guten Anmerkungen und Fragen, wollen wir den Kippshelter Plus mit euch sehr ausführlich besprechen. Also starten wir nun mit dem ersten Punkt. Unser Setup bei Kauf. Wie haben wir den Kippshelter Plus konfiguriert? Wir haben als Basis den Kippshelter Plus. Dazu haben wir konfiguriert graue Sitzbezüge, Gepäckluke vorne links, Fahrradpaket, Safety-Paket, Steady-Schloss, Vorzelt Boss L und die Außenküchenerweiterung. Insgesamt eine kostenoptionierte Konfiguration. Doch du wirst dich jetzt fragen, was ist denn schon serienmäßig mit an Bord? Und was unterscheidet den Kippshelter Basic vom Plus und vom Shelter Outback? Der Shelter Plus, also das Modell, was wir gekauft haben, hat eine herausnehmbare Küche. Einen Kühlschrank, der mit 12 und 230 Volt funktioniert. Kann aber auch mit Gas betrieben werden. Gas- und Wasserinstallation, In- und Outdoor-Küche, eine Fußbodenheizung sowie ein großes Ausstellfenster in der Front. Die Deichsel hat eine Abdeckung und das Dach eine schwarze Reling. Diese Merkmale hat der Kippshelter Basic nicht. Sowohl der Plus als auch der Basic teilen sich das gleiche 750 Kilo Fahrgestell, können aber bei Bedarf auch aufgelastet werden. Der Outback ist dann der Kippshelter Plus auf Steroiden. Er hat ein erhöhtes Fahrgestell mit 1000 Kilo Belastbarkeit. Getönte Scheiben, schwarze Felgen, Solarpaneele, Batterie, diese dicken Stützen, Rüffelblech am Radkasten sowie eine Reling unten. Ja, mit dieser Auswahl wird man zum mittleren Modell, dem Kippshelter Plus, geführt. Vor allem, wenn man erfährt, dass der Outback unser geliebtes Vorzelt Boss L nicht aufnehmen kann. Dazu aber gleich ausführlicher mehr. Dass viele Dinge teurer geworden sind, ist schon so bekannt. Und so ist es auch, dass die Konfiguration für unseren Kippshelter Plus momentan um 14,5% auch erhöht worden ist. Aktuell würde diese Konfiguration mit 28.689 Euro zu Buche schlagen. Das ist viel Geld für einen kleinen Wohnwagen, aber wir finden nach wie vor, dass sich ein Kippshelter Plus lohnt, auch nach 2 Jahren. Warum? Das klären wir auch ausführlich mit euch. Aber wir haben natürlich auch noch erweitert und verändert und damit kommen wir zu Punkt 2 auf unserer Liste. Wie sieht unser Setup nach 2 Jahren aus? Eine Gasflasche und den 14 Liter Wassertank haben wir nicht dabei. Wir haben also kein Frischwasser und kein Gaskocher an Bord. Wobei wir das für zukünftige Trips wahrscheinlich wieder in Erwägung ziehen werden, aber dazu später. Hinzugekommen sind das Sonnensegel, Variolöffel und ein Ecomar 2000 als Heizung. Über 230 Volt betrieben und eine elektrische Kochplatte, eine Mini-Heißluftfritteuse, ein Kontaktgrill und ein Mini-Handstaubsauger. Beim Service in Hoogeveen haben wir noch die Türhaken nachrüsten lassen. Die kosten 25 Euro. Die haben wir einfach am Anfang nicht mit konfiguriert. Warum auch immer, keine Ahnung. Wahrscheinlich wollten wir sparen. Auf das Thema Wartung bei Kipp gehen wir später auch noch ausführlicher ein. Dann haben wir noch einen GPS-Tracker installiert. Wozu benötigt man einen GPS-Tracker auf Reisen mit dem Wohnwagen? Kurz gesagt,
Wir wollten zusätzlich zu unserer Versicherung vom Wohnwagen eine Diebstahlsicherung. Eine Möglichkeit, den Wohnwagen orten zu können und eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn der Wohnwagen bewegt wird. So war es uns möglich, zum Beispiel das Kloster Montserrat in aller Ruhe besichtigen zu können und den Wohnwagen als Gespann auf dem Parkplatz stehen zu lassen. Denn ein Abkuppeln des Wohnwagens bei dieser Steigung, um das Safety-Schloss anbringen zu können, ist gefahrlos gar nicht möglich. Oder beispielsweise in Bilbao, wo wir den Wohnwagen außerhalb abgestellt haben, um dann mit dem Auto in die Stadt fahren zu können. Zum Beispiel auch in eine Tiefgarage. Das würde nämlich mit dem Wohnwagen gar nicht gehen, um uns dann das Guggenheim-Museum anschauen zu können. Wir können so einfach alle Sehenswürdigkeiten viel entspannter genießen. Wir haben unseren Wohnwagen gegen Vandalismus versichert. Generell haben wir nie Wertsachen an Bord, außer unsere Fahrräder. Aber die nehmen wir dann ja meistens mit, wenn wir die Sehenswürdigkeiten uns anschauen möchten. Du siehst, es macht für uns total Sinn, dieses Thema mal anzusprechen. Über meine App kann ich dann den Intervall des Standort-Updates eingeben und bekomme im Notfall eine Benachrichtigung. Wenn man natürlich sagt, man fährt immer nur mit dem Wohnwagen auf den Campingplatz und danach mit dem Auto weiter, dann mag das nicht so zutreffen. Naja, wir nutzen den Wohnwagen eher als praktischen Van. Wir haben den Vorteil des kleinen Autos auf der einen Seite und des kleinen Gespanns in Kombination von kleineren Wohnwagen und Auto auf der anderen Seite. Wir haben uns für den Trekkylife TL60 entschieden. Bis zu einem Jahr Akkulaufzeit im Standby-Modus, bis zu 3 Monate im aktiven Modus, IP68 zertifiziert, das bedeutet Staub- und wasserdicht ist dieser GPS-Tracker. Option für Geofencing. Starke Magnetbefestigung, also ich muss nicht irgendwie hier Löcher bohren, um das Teil anbringen zu können, finde ich richtig gut. Also es ist einfach und sicher. Das bedeutet für mich einfach kein lästiges, dauerndes Aufladen vom Gerät. Der Einsatz in rauen Umgebungen ist auf jeden Fall gesichert, also Regen, Schnee, extreme Temperaturen. Ich habe die flexible Montage ohne Schrauben oder Kleben und eine verzögerungsfreie Positionsverfolgung. Und Zugriff auf weitere Funktionen in Echtzeit. Wir haben den GPS-Empfänger nun 2 Monate verwendet und haben gute Erfahrungen sammeln können. Der Akku ist noch mehr als 60% voll und die Ortung ist weiterhin einwandfrei. Der GPS-Tracker, den haben wir natürlich an einem schwer zugänglichen Ort angebracht, sodass werkzeuglos kein Zugriff möglich ist. Also es gibt von uns eine Empfehlung. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Das war's auch schon zu den Upgrades. Nun kommen wir zu euren Kommentaren. Der deutsche Händler hat 3 Niederlassungen in Deutschland. Aber da ich in den Niederlanden studiert habe und an der niederländischen Grenze aufgewachsen bin, war es für mich auf jeden Fall total klar, dass ich direkt in den Niederlanden kaufen möchte. Nämlich direkt ab Werk in Hoogeveen. Zuvor habe ich aber auch mit dem deutschen Händler telefonischen Kontakt gehabt. Der Händler bietet beim Kauf den Service für die Überführung, für das Gasgutachten G067 und die 100 km/h Zulassung. Diese 3 Punkte sind für mich aber kein Hexenwerk. Da brauche ich keine Unterstützung, das mache ich selber. Also nicht ich selber, ich kann auf jeden Fall zu den Instanzen gehen, die das dann für mich machen. Also das ist nichts Schwieriges. Vor allen Dingen sind diese 3 Punkte im Alleingang wesentlich günstiger. Das Gas-Erstgutachten kann je nach Bundesland und Gutachter natürlich variieren. Aber in der Regel liegen die Kosten so zwischen 200 bis maximal 500 Euro. Die Zulassung für die 100 km/h liegt mit Herstellerbescheinigung bei 15 bis 20 Euro. Eine Überführung war nicht notwendig, da ich mir denke, ich hole den Wohnwagen ab mit Nummernschild und dann geht's auf ins Abenteuer. Warum soll der Wohnwagen erst zu mir? Wir können doch direkt ins Abenteuer starten. Das ist für mich auf jeden Fall die Antwort gewesen. Und so haben wir es dann auch gemacht. Außerdem, Leute, die Umgebung, Hoogeveen, das ist ein Geschenk.
Groningen ist ein Erlebnis für jeden. Das ist wirklich nicht weit weg. Oder ihr fahrt Richtung Küste und habt wirklich wunderschöne Strände. Also es ist wirklich ein Traum zum Radfahren, zum Camping, für Wassersport. Es ist ein kinderfreundliches Land und auch hundefreundlich. Außerdem mag ich die Kultur. Ha, da könnte ich schon wieder heulen. Das ist einfach nur ein super Land. Ich liebe es dort. Also habt echt keine Angst vor Sprachbarrieren. Schaut da einfach mal nett einfach auf einen Kaffee vorbei. Besonders das Museum von Kipp ist wirklich empfehlenswert. Ich habe dazu ein ausführliches Video gedreht. Schaut gern in die Infobox. Einige unter euch werden jetzt aber sagen, die niederländische Mehrwertsteuer, die ist aber auch deutlich höher mit 21%. Ja, das stimmt. Aber die Überführung nach Deutschland ist beim deutschen Händler aber auch kostenpflichtig. Das funktioniert nicht, dass das da umsonst gemacht wird. So muss man wirklich für sich selber durchrechnen, was für einen besser passt. Soll der Caravan zu mir oder komme ich zum Caravan? Ihr wisst ja, wie wir diese Frage beantwortet haben, mit der Abholung. Wenn ihr selber euren Wohnwagen abholt und direkt in den Urlaub startet, sei es auch nur ein Wochenendabenteuer, dann hat es auf jeden Fall einen ganz deutlichen Vorteil, denn ihr könnt euren kleinen Kipp direkt auf Herz und Nieren prüfen. Wenn es etwas zu bestanden gäbe, ist Kipp direkt in der Nähe. Wir haben damals in Groningen im Knossenlegster Meer gecampt und wir hatten direkt in der ersten Nacht einen Sturm, Hagel, ich weiß gar nicht was, Sonnenschein. Wir haben quasi richtiges Aprilwetter gehabt im Herbst und wir konnten direkt unser Vorzelt Boss Oil erstmalig aufbauen, schauen, ob alles in Ordnung ist mit den Nähten, mit der Qualität, mit den ganzen Funktionen hier und wussten direkt Bescheid, ob alles in Ordnung ist. Also ich würde immer wieder unseren Kipp in den Niederlanden in Hoogeveen kaufen und auch immer wieder direkt dort abholen. Wir lieben Abenteuer. Ja, wir träumen weiterhin. Wobei der Corsa das wirklich toll macht und wir nur alle 400 bis 500 Kilometer tanken müssen. Das ist mit einem E-Auto in der Neuwagenpreisklasse von bis zu 25.000 Euro weiterhin utopisch. Es gibt aber auch gar kein Modell für Normalverdiener mit den genannten Anforderungen. Oder kennt ihr eins? Schreibt's in die Kommentare. Aber viele Campingplätze sind auch schon auf E-Autos eingestellt. Also das ist auf jeden Fall jetzt kein Problem. Allerdings ist der Preis mit 80 bis 90 Cent pro Kilowattstunde auch nicht jetzt besonders günstig. Die erste Etappe dieser Reise hätte wahrscheinlich auch viel, viel länger gedauert. Und bei 90 Cent die Kilowattstunde bei einem hypothetischen Verbrauch von 25 Kilowattstunden, das sind dann so ungefähr 6 Euro mehr pro 100 Kilometer. Wir haben im Schnitt auf unserer Reise 1,76 Euro super für den Liter Benzin bezahlt. Aber wie die Öl- und Strompreise demnächst in Zukunft aussehen werden, keine Ahnung. Außerdem ist der Verbrauch von unserem Corsa mit 9,5 Litern pro 100 Kilometern bei dem Alter auch wirklich gut. Kann man nicht meckern. Natürlich muss man das Gas nur streicheln und so ungefähr 85 bis 90 km/h fahren. Wenn man versucht, konsequent auch am Berg überall 100 km/h zu fahren, dann ist der Verbrauch natürlich auch deutlich mehr. Und mit deutlich mehr meine ich so 12 bis 13 Liter. Wir würden aber wirklich gern mal ein E-Auto mit unserem Elmo testen. Vielleicht gibt es ja jemand da draußen unter euch oder erkennt jemanden, der da mal Lust zu hat. Schreibt es in die Kommentare. Vor allem die Frage mit des tatsächlichen Verbrauchs mit einem günstigen E-Auto würden wir gerne einmal klären. Ist der Verbrauch von 25 Kilowattstunden wirklich zu hoch angesetzt? Braucht ihr vielleicht mehr oder weniger? Wir wissen das nicht. Das würden wir wirklich gerne mal mit unserem Elmo hier ausprobieren. Ja, oder wie ist das mit dem Laden? Kann man mit dem Auto und dem Wohnwagen zusammen an die Ladesäule fahren? Oder muss ich erst abkuppeln, den Wohnwagen sichern und dann erst laden? Das sind alles Fragen, da haben wir bis jetzt überhaupt keine Antworten drauf. Also vielen Dank für diesen Kommentar. Wir hoffen, wir können diese Fragen in Zukunft klären.
Zunächst einmal vielen Dank für das Lob. Diese Frage, die kann ich nämlich sehr, sehr gut verstehen und das war auch ein wirklich wichtiges Kriterium für mich. Ich bin vorher noch nie Anhänger gefahren, geschweige denn Wohnwagen. Bevor du dir einen Kipp zulegen möchtest, leih dir doch mal einen Anhänger aus und fahr da mal mit rum. Guck mal, wie das An- und Abkuppeln ist. So weißt du auch, wie dein Auto reagiert und wie so ein kleiner Anhänger auch reagiert. So bekommst du ein bisschen das Gefühl, wie das ist, mit so einem Gespann überhaupt zu fahren. Also mir hat das damals sehr geholfen. Und wenn du dich dann da wirklich gut und sicher mitfühlst, nach ein paar Runden, auf geht's. Und ich kann dir von Frau zu Frau sagen, ja, du kannst auch alleine als Frau mit dem Kipp fahren. Gar kein Problem. Aber wenn du ganz alleine unterwegs sein solltest, kann ich dir den Tipp geben, nimm lieber das Sonnensegel und nicht das Bossöl. Das Bossöl kann man wirklich besser zu zweit aufbauen. Und wenn du alleine unterwegs bist, das Sonnensegel, das geht ruckizucki. Auch als alleinige Person hast du das schnell in der Kederleiste drin. Die Stöcker schnell festspannen, fertig. Außerdem würde ich mir, wenn ich alleine unterwegs bin, wirklich auch Gedanken machen, bevor ich jetzt den Wohnwagen abstelle. Wo stelle ich den Wohnwagen hin? Wie ist der Untergrund? Ist es sandig? Ist es matschig? Dann solltest du die Deichsel immer Richtung Ausgang zeigend stehen haben. So kannst du in der Not, wenn sich der Kipp durch hin und her schieben, sag ich mal irgendwie festsetzt, immer noch mit dem Auto ranfahren, hinten ankuppeln und dann kannst du ihn selber wieder rausziehen. Ja, diesem Irrtum waren wir auch auferlegen. Seit den Erfahrungen mit dem Kipp haben wir zu anderen Gelegenheiten Anhänger geliehen und sogar die Verleiher von Anhängern treten Inhabern der Führerscheinklasse B erstmal ablehnend gegenüber, da die alten Führerscheinklassen ihnen mehr Erfahrung im Umgang mit Anhängern suggerieren. Ja, das Problem kennen wir, aber es gibt nämlich eine ganz genaue Reihenfolge, die man einhalten sollte. Also als erstes muss die Seite mit dem einen Haken runtergezogen werden und dann kommt die nächste Seite mit den zwei Haken. Wenn der Stoff dazwischen falsch liegt, hast du keine Chance. Dann geht's wirklich schwerfällig. Und falls es doch mal ein bisschen huppelig sein sollte, Ruhe bewahren und es nochmal versuchen. Auf gar keinen Fall mit Kraft und Gewalt. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Roomtour und Exterieur oder Innen und Außen. Lies hier aus Wuppertal zeigt euch nun unser Frankreich-Setup. Auf geht's! Beginnen wir in unserer Küche. Der Kühlschrank. Der ist das ganze Jahr auf so einer Lüftungseinstellung eingestellt. Also hier füllen wir gleich auch noch die Sachen aus unserem Kühlschrank ein. Ich habe auch ein kleines Gefrierfach. Das ist unsere Spüle, unser Herd. Wir haben übrigens keine Gasflaschen dabei, weil wir auf den meisten Campingplätzen nonstop Strom einfach beziehen können. Und wir haben da umgesattelt. Womit wir am liebsten kochen, zeige ich euch gleich. Bei unserem Kipp ist noch eine große Schublade. Und da haben wir alles von Schere bis Milchaufschäumer. Wer möchte schon auf seinen Cappuccino verzichten? Ich nicht. In den oberen Schränken befinden sich Töpfe, Tassen, Küchenrolle und die Ladegeräte für unsere Kameraausrüstung, Soundbox, alles dabei. Daneben haben wir hier meine Kuscheldecke. Mir ist nämlich abends öfters mal kalt und dann muckel ich mich da schön ein. Und die JBL-Box für gute Musik darf natürlich auch nicht fehlen. Wo sollen denn unsere ganzen Klamotten hin? Wir sind 3,5 Wochen unterwegs. Wir teilen das so auf. Das ist meine Schublade. Das ist hier vom Julian die Schublade. Und es passt alles rein. Sitzt, wackelt, hat Luft. Hinter dieser Tür versteckt sich Kaffee, Tee, ein Teil von unserem Opti-Grill, etwas fürs Frühstück, Spaghetti und Tomatensoßen. So haben wir schon mal eine kleine Grundausstattung für die ersten Gerichte und müssen nicht direkt einkaufen gehen. Hinter dieser Tür haben wir einen Feuerlöscher, Handtücher, Allergietabletten, unsere kleine Reiseapotheke, Sonnencreme und Spiele. Wie vorhin erwähnt, kochen wir nicht mit Gas, da wir den Strom vom Campingplatz in Anspruch nehmen, den wir sowieso bezahlen.
Wir haben einen Opti-Grill dabei, ein kleiner Airfryer. Da kann man super Kartoffeln mit garen und Brötchen aufbacken. Und eine Kochplatte ist auch mit dabei. Wenn man den Zaubertisch nicht mitbestellt hat, kann man diese Bretter hier einlegen, um das ganze Bett komplett zu machen. Hier links neben dem Kühlschrank befindet sich unsere Kaffeemaschine, ein Ventilator, ein Staubsauger, ein Zwiffer, Kräuter, eine große Wasserflasche, damit wir nicht immer zur Wasserstelle laufen müssen, ein kleiner Staubsauger und ein Zwiffer. Und diese Stange ist wichtig. Die hakt man hier unten ein. Und wenn der Wind drauf hält, ist die Tür sicher. Hier unten findet unser Zelt und unser Sonnensegel Platz. Hier vorne links, direkt am Fenster, sieht man den Zaubertisch. Daneben, versteckt von unserem Tisch fürs Vorzelt, ist der große lange Esstisch. Und die Polster haben wir zum Schutz drumherum gebaut. Hier auf dem Boden seht ihr die Thule Fahrradträgerschiene. Dort kommen gleich die Räder drauf. Um die Fahrradschiene herum sind hier noch solche Ösen angebracht. Sie sind super praktisch, damit man die Räder noch besser festzurren kann. Und in dieser Kiste befindet sich der Zaubertischfuß und unser Bettzeug. Und hier drunter befindet sich noch ein Teil des Zeltes und Fußmatten. Wichtig ist, das ganze Devard-Vorzelt passt da leider nicht rein. So, einen Raum haben wir noch und da sind unsere Stühle und Kleinigkeiten drin. Das ist unsere Schuhablage, unsere beiden Campingstühle. Das ist unser Dreieck, das ist ganz wichtig für unsere Außenküche. Da haben wir nochmal eine Erweiterung, um unsere Kaffeemaschine drauf abzustellen. Außerdem finden hier auch noch zwei Stühle für uns Platz. Wie ihr seht, haben wir keine Gasflasche und keinen Frischwassertank dabei. Und so sieht unser Kipp vor Abfahrt zu unserem Frankreich-Urlaub aus. Boss L. Vario-Löffel oder Safari-Tent, einmal Vorzelt und einmal das Sonnensegel. Schwer auszusprechen für Deutsche, aber überhaupt nicht sperrig. Im Gegenteil, das Zubehör erweitert den Shelter um ein Vorzelt, welches verschlossen ist, respektive Sonnensegel. Wir haben das geschlossene Bossöl nun ungefähr 2 Jahre und wollten im Süden bei kurzen Stopps auf einen Sonnenschutz auf gar keinen Fall verzichten. Also sind wir wieder mal nach Hoogeveen gefahren zur Abholung unseres Sonnensegels. Link zum ausführlichen Video findet ihr in der Infobox. Schalten wir nun nach Lisa, nach Canet und Roussillon für das Bossöl Vorzelt. Ich zeige euch jetzt das Bossöl. Das ist das große Vorzelt, extra angefertigt von Devard für den Kippshelter Plus. Wir gehen nicht direkt rein, sondern gucken uns das ganze Zelt erstmal außen an. Das Kipp Bossöl verfügt über große Fenster. Das heißt, es kommt sehr viel Licht in das Zelt und gibt ein gutes Raumgefühl. Das ganze Zelt ist kuppelförmig aufgebaut und hat hier unten eine Schürze, wenn es regnet, dass das Wasser schräg nach unten geführt wird und vom Zelt weggeführt wird. Darunter befindet sich eine Bodenplane wie eine Wanne. Das heißt, es kann kein Wasser in den Boden des Zeltes eindringen. Das Zelt ist über die Kederleiste des Wohnwagens verbunden und somit bündig. Auch hier oben schließt das Zelt komplett ab, damit auch kein Regen oder der Wind den oberen Lappen wegwehen kann. Der Reißverschluss oben ist auch nochmal doppelt gesichert über diesen Lappen. Und dieser Lappen ist auch nochmal mit einem Hering befestigt, sodass kein Wasser oben in den Reißverschluss eindringen kann. Jetzt gehen wir auf die andere Seite des Zeltes. Auch auf dieser Seite ist ein großes Fenster versehen. Die Fenster kann man auch von innen verdunkeln, dass niemand reinschauen kann. Auf dieser Seite findet sich aber noch ein Fenster, ein ganz wichtiges Fenster, das Küchenfenster. Das lässt sich nicht von innen, sondern nur von außen einmal runterrollen. Dieses Fenster besteht nicht wie die anderen beiden aus Folie. Es ist quasi ein Fliegengitter mit dem Ziel, dass auch die Gerüche aus der Küche, die nach außen gehangen worden ist, abziehen können. Wir werfen jetzt einen Blick vor die Haustür. Wir befinden uns jetzt vor der Haustür des Zeltes und hier sehen wir einen großen Schirm. Das heißt, man kann seine Schuhe
oder vielleicht auch noch seine Fahrräder abstellen, ohne dass sie dem Regen ausgesetzt sind. Und die Tür, wie ich finde, ist ein Highlight des Zeltes. Man kann sie immer den Gegebenheiten anpassen. Wenn es sehr heiß sein sollte, kann ich nur ein Fliegengitter als Tür nehmen. Diese beiden Türen sind identisch. Ich habe euch jetzt mal alle Optionen aufgezeigt, die ihr hier individuell einstellen könnt, je nach Gegebenheit, die ihr braucht. Wir haben einmal das Fliegengitter, dann haben wir die Option Regendicht und es gibt noch die Option Verdunklung. Die zeige ich euch einmal. Es ist immer hier oben durch so einen Klickverschluss eingehangen und kann einfach auf- und abgerollt werden. Jetzt haben wir alles komplett verdunkelt. Kann ich auf der Rückseite durch Knöpfe das Ganze hochrollen und habe freie Sicht, aber Regenschutz. Also dieses Zelt ist nicht nur für die kalte Jahreszeit gemacht, sondern auch für den Sommer. Wenn ihr länger steht und es zwischenzeitlich auch mal regnen sollte, seid ihr geschützt. Wenn es wieder heiß ist und die Sonne knallt, dann kommt das Ganze einfach nach oben. Man nimmt die untere Lasche, rollt es gerade auf. Und schon habt ihr das gewünschte Fliegengitter. Und die Luft kann rein. Das geht auf der anderen Seite natürlich genauso. Wir haben jetzt aber kein Moskitoproblem. Das heißt, wir können diese Seite auch hochrollen. Dafür nehme ich den Reißverschluss. Und jetzt haben wir nichts. Und das Schöne ist, die Bodenwanne ist auch variabel. Erst einmal ist sie hier auch noch mal fest verankert, wenn wirklich ein Sturm kommt. Und ich kann sie aber auch nach oben klappen. Dann ist sie sehr schön hoch. Und wir sind vor Regen geschützt. Also hier kommt absolut kein Wasser rein. Willkommen im Bossall. So sieht das Ganze hier von innen aus. Wir haben die Küche eingehangen. Das heißt, die Außenküche steht auch im Zelt. Hier kann der ganze Dampf abfliegen. Im Bossall kann ich super zu zweit an einem Tisch sitzen. Dieser Tisch ist 80 x 80 von den Maßen und findet hier seinen Platz. Jetzt aber mal Tacheles. Was spricht für das Bossall und was spricht dagegen? Die positiven Punkte sind, ich habe hier einen zweiten Raum, quasi ein Wohnzimmer. Die Küche steht hinter einer mit dem Reißverschluss verschlossenen Tür. Ihr könnt alles dicht machen, wenn ihr wollt. Und das gibt einfach einem ein gutes Gefühl, wenn man mal wegfährt und nicht dauernd am Wohnwagen sitzt. Außerdem ist das Zelt wirklich groß. Es ist ein 2,40 x 3,40 x 2,04 Meter Zelt und das ist schon eine gute Größe, um sich hier wohl zu fühlen, auch bei Regentagen. Man hat ja nicht immer Glück im Urlaub. Und man merkt wirklich, dass das Zelt super gut auf den Kippshelter abgestimmt ist. Was noch positiv ist, für jemand, der größer ist als ich, das ist jetzt auch nicht schwer, aber 2 Meter Menschen können hier auf jeden Fall ganz entspannt sich bewegen. Wenn ich jetzt hier so im Zelt sitze, habe ich nicht so dieses Festivalgefühl von synthetischen Stoffen. Hier wurden wirklich ganz tolle Baumwollfasern verarbeitet. Auch wenn man das ganz, ihr müsst da mal hinfahren nach Kipp und euch dieses Zelt mal anschauen und wirklich mal den Stoff anfassen. Das ist richtig schwerer, wertiger Stoff und vor allen Dingen komplett wasserdicht. Das ist ganz toll. Vor allen Dingen, was für mich wichtig war, ist auch diese Bodenwanne. Es gibt ganz viele Vorzelte, die nämlich keine schlüssige Bodenwanne haben. Und das hat dieses Zelt. Das Oberzelt ist mit der Unterwanne mit einem Reißverschluss ringsherum komplett verschlossen. Und wenn man möchte, kann man dann diese Eingangstür noch eben unten einmal so einklappen. Das ist genial. Also die haben wirklich ja, darüber nachgedacht, ja, was man sich so als Camper in seinem Vorzelt alles so wünscht. Weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr auch schon mal selber ein Vorzelt aufgebaut habt. Bei den anderen Vorzelten ist es oft so, dass man erst so eine Plane drunter legen muss und es ist schon alles so matschig
Und dann wird das Ganze im Grunde nochmal, kann man unterspült sagen. Also ich glaube, dann kann man sich das ganz gut vorstellen. Und das ist hier überhaupt nicht notwendig. Die Bodenwanne macht einfach einen super wertigen Eindruck. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt natürlich auch Negativpunkte. Und ein Negativpunkt ist, dass das Zelt wirklich viel wiegt. Ja, es wiegt halt viel. Es muss viel wiegen, weil es ist ja wirklich fester, hochwertiger Stoff, der hat natürlich sein Gewicht, aber wenn ich alleine unterwegs bin, ist das schon eine kleine Plackerei für mich. Nicht nur vom Tragen des Zeltes, sondern auch beim Aufbau. Es ist halt sehr groß. Hier sind auch Stangen oben eingefasst, die ineinander gesteckt werden müssen. Und die muss man dann auch in das Zelt hineinschieben. Und da kommen wir auch direkt zum zweiten Kritikpunkt, zum Aufbau. Also es ist schon aufwendiger als dieses Safari-Vorzelt, dieses Sonnensegel auf jeden Fall. Also es dauert zu zweit schon 3/4 Stunde. Alleine, ich habe es selber alleine noch nicht ausprobiert. Ich habe immer glücklicherweise jemanden hier dabei. Da braucht man auf jeden Fall schon länger. Und da komme ich auch schon zum dritten Kritikpunkt, den ich eigentlich schon genannt habe. Ne, diese Stangen. Die ein U-Form, die man dann da so reinschieben muss in das Zelt. Die sind nämlich beim Vorzelt vom Kippkompakt aufblasbar. Die existieren nicht mehr. Das sind keine Stangen, die man so ineinander stecken muss. Da hat man dann unten einfach einen kleinen Anschluss und pumpt das Ganze auf. Also das könnte ich auch alleine aufbauen. Also da hätte ich gar keine Bedenken. Und man muss mal so sehen, wenn schlechtes Wetter ist und du musst ein Vorzelt aufbauen, macht nicht immer so viel Spaß. Und noch ein vierter Kritikpunkt. Und das hat auch mit den Zeltstangen zu tun. Wenn die ineinander gesteckt werden, ist unten noch quasi ein Fuß, um das Ganze dann auch in die Höhe später anpassen zu können. Und wenn man da vergisst, diese Lasche, die das Ganze zusammenhält, beim Abbau nicht zuzudrücken, dann hast du beim nächsten Aufbau aber ein ganz dickes Problem, weil wenn die nämlich die untere Stange da reinrutscht, das musst du erstmal wieder rauskriegen. Hatte ich schon ein paar Mal. Also wenn man vergisst, diese Lasche am Ende festzuziehen und diesen Endfuß der Stange ein bisschen weiter reinschiebt, habt ihr beim nächsten Mal so richtig Spaß. Tut das nie. Ich habe euch ja gerade erzählt, dass das hier nicht die eierlegende Wollmilchsau ist, aber ich würde dieses Zelt immer wieder kaufen. Denn dieses Zweiraumkonzept ist einfach genial und macht für mich den Kippshelter Plus komplett. Vielen Dank an Lisa aus Canet en Roussillon vom wunderschönen Sandaya Le Brasilia. Kommen wir zum nächsten Punkt. Pro und Contra. Ich fasse gerne nochmal zusammen. Pro für das Bossöl. Es ist ein stimmiges Zweiraumkonzept. Wohnwagen und Vorzelt werden zu einem großen Raum mit ein paar Stufen. Die breite Tür ist ein Segen und verbindet die beiden Räume, schützt aber vor der Kälte der Nacht. Von innen können Fenster mit Segeltüchern geschlossen werden, sodass niemand reinschauen kann. Außerdem gibt es jetzt die Möglichkeit, im Vorzelt zu übernachten. Aber nicht nur Besucher können im Vorzelt übernachten. Falls ihr doch mal eure Familie vergrößern möchtet, hier gibt es die Möglichkeit, im Vorzelt zu übernachten. Außerdem kann die Kochnische ohne schlechtes Gewissen draußen stehen gelassen werden. Es bietet Wind- und Wetterschutz bei längerem Aufenthalt. Der Shelter wird insgesamt komfortabler. Die Räder sind unter dem Vordach geschützt. Negative Punkte für das Bossöl. Der Aufbau für eine Person, so klein wie ich, ist schon schwierig. Der Aufbau ist zeitintensiv, mit der Zeit fuchst man sich aber rein und entwickelt ein System. Das Zelt passt nicht mehr so einfach in diese Tasche, wie sie damals geliefert wurde. Dafür habe ich einfach nicht die Geduld oder vielleicht auch nicht die richtige Technik. Aber zum Aufbau des Sonnensegels, also des Löffels, schalten wir nach Clapé bei Montpellier. Lisa fährt noch eben die Stützen runter, das geht ganz einfach mit dem Akkuschrauber.
sichert die Wohnwagentür vor dem Wind und faltet das Dach aus. Hier habe ich eine Gebrauchsanleitung auf Holländisch. Set instructie löffel voortent. So, Inhalt, Löffel, Duck, zwei Seilschirme, Stocke, zwei Korte, eentje lang, fünf Scherleine in verschiedene Längtes, 3x4 Meter in 2x2,5 Meter und Tochtstock, 18 Trübbes, 8 Rundpenne und 11 Haring half rund. Und wer hat's verstanden? Schreibt's in die Kommentare. Ich packe jetzt mal die Sachen hier aus. Also das ist das, was ich hier vorgelesen habe. So, jetzt habe ich alles brav nach Anleitung einmal hingelegt. Ich zeige es euch mal. Hier unten liegt die Tasche. Da ist der Beutel mit den Heringen. Das ist das obere Teil, quasi das Deck. Dann gibt es hier noch so Stöcker, die müssen nachher ineinander gesteckt werden. Es gibt zwei kleinere. In der Mitte liegt das lange große. Das braune hier vorne links, das ist eine Schürze für hier unten. Und da vorne, das sind die Seitenteile. Die können quasi da und hier dann nach unten, wenn die Sonne seitlich nicht reinscheinen soll. Dann schauen wir uns doch mal den zweiten Schritt an. Und hier steht, dass ich erst die Seitenteile einfügen soll und man muss hier aufpassen mit dem Reißverschluss, dass da keine Beschädigung kommt. Wie ihr seht, steht jetzt unser Sonnensegel und wir haben jetzt zum Glück endlich wieder Schatten. Napoleon freut sich auch, obwohl er auch gerne mal in der Sonne liegt. Das Tolle daran ist, man kann die Seiten auch nach oben machen und festhaken. Dann hat man nur ein Dach über dem Kopf. Der Auf- und Abbau des Sonnensegels geht wirklich super schnell. So waren wir beim Abbau schnell und wieder auf die Straße auf dem Weg zu neuen Zielen. Pro-Punkte fürs Sonnensegel. Es ist schnell auf- und abzubauen, also 10 Minuten, dann steht's. Es hat ein kleines Packmaß, besonders im Vergleich zum Boss Earl. Für kurze Aufenthalte ist das Sonnensegel mittlerweile für uns ein Muss. Auch wenn man autark stehen möchte, also in der Wildnis, wenn man ein bisschen Sonnenschutz haben möchte. Was ich richtig gut finde, sind die seitlichen Optionen für Wind- und Wetterschutz und vor allen Dingen auch Sichtschutz. Das Sonnensegel geht weit hinaus und bietet wirklich großflächigen Sonnenschutz. Negativpunkte vom Sonnensegel. Es ist kein geschlossenes Zweiraumkonzept, wenn die Küche draußen steht, also kein Sichtschutz zur offenen Seite. Es ist kein rundum Wind- und Wetterschutz. Bei starkem Wind bedarf es einer ausgeklügelten Ausrichtung des Segels, dass es auch dem Wind wirklich standhalten kann. Unser Fazit. Bei längeren Aufenthalten würden wir immer zum Boss Earl greifen. Es gibt ein ganz tolles Zweiraumkonzept. Wir können in Ruhe alles aufgebaut stehen lassen. Bei 1-2 Übernachtungen ist das Sonnensegel für uns ein klarer Favorit. Beide Varianten sind wirklich qualitativ hochwertig verarbeitet. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in Zukunft das Sonnensegel wirklich mehr nutzen würden, wenn wir auch mehr auf Autarkie setzen würden. Der nächste Punkt, Wartung und Service bei Kipp. Wir haben im Herbst 2023 unseren Elmo zum Service bei Kipp in Hoogeveen vorbeigebracht. Und zwar fand dort die Dichtigkeitsprüfung statt. Kipp gibt eine Feuchtigkeitsgarantie. Standardmäßig beträgt die 2 Jahre.
Sie ist aber verlängerbar auf 4 Jahre. Diese Garantie kann nach der Registrierung bei KIPP Caravan BV um 2 Jahre auf insgesamt 4 Jahre, also 48 Monate, verlängert werden. Vorausgesetzt, die Registrierung erfolgt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, was wir damals natürlich gemacht haben. Achtet darauf. Welche Punkte haben wir reklamiert? Hier ein kleiner Rückblick zum ersten Video. So klemmt das Fenster. Die Küche springt während der Fahrt heraus, wenn man sie, wie vom Hersteller vorgesehen, einhängt und nicht zusätzlich sichert. Die Oberschränke hängen nach einer Zeit durch und die Details sind oft nicht so schön. Die Nähte am Aufstelldach lösen sich, die Tür schließt schwergängig und ist ohne Einweisung wirklich nur schwer zu bedienen. Die Gasflaschenhalterung ist abgefallen. Was wurde nun anerkannt und was wurde nun behoben? Das klemmende Fenster wurde ausgetauscht. Die herausspringende Küche behoben. Die weiterhin nicht so schönen Details sind weiterhin nicht so schön. Die sich lösenden Nähte beim Aufstelldach sind immer noch da. Der Stoffteil des Aufstelldachs wird beim nächsten Service ausgetauscht. Die schwergängige Tür ist nun nachjustiert und auf jeden Fall leichtfälliger. Die Gasflaschenhalterung ist abgefallen und liegt immer noch im Bugkasten. Aber für uns war das bis jetzt ja gar nicht relevant. Also insgesamt sind wir zufrieden. Was hat der Service gekostet? 99 Euro. Und wir haben da auch direkt die Türhaken anbringen lassen. Kommen wir zum Fazit des Videos. Wir sind aktuell knapp 4 Wochen unterwegs gewesen und haben 3000 Kilometer mit dem Wohnwagen und unserem Corsa zurückgelegt. Wir sind auf den Montserrat gefahren, haben den Wohnwagen abgehangen, sind mit dem Auto in die Stadt nach Bilbao gefahren, haben Räder im Wohnwagen transportiert und auf dem Heckträger transportiert, sind mit den Rädern gefahren, also insgesamt ein super Mix. Also immer flexibel, haben tolle Orte und Landschaften gesehen. Der Corsa hat dabei im Schnitt 9 bis 10 Liter verbraucht. Wir haben das Gas nur gestreichelt und haben uns die Zeit genommen. Also der Weg ist das Ziel, ohne dass es sich langsam angefühlt hat. Dabei haben wir auf Campingplätzen übernachtet, aber auch auf Stellplätzen ohne Strom. Es waren tolle 3,5 Wochen Urlaub und wir haben festgestellt, auch ein langer Urlaub, der geht leider viel zu schnell vorbei. Insgesamt hat der Wohnwagen nun mehr als 10.000 Kilometern und mehr als 100 Übernachtungen von uns und meinen Eltern zurückgelegt. Dabei haben wir uns nie eingeengt gefühlt, haben an diesen oder anderen Videos gearbeitet, haben gekocht, Musik gehört, draußen die Sonne genossen und bei Regen trocken drinnen gesessen. Reisen macht wirklich süchtig. Aber eine besondere Erfahrung waren die Übernachtungen komplett ohne Strom auf Wohnmobilstellplätzen. In keinen Campingplatz einchecken, das war schon zugegebenermaßen eine ambivalente Erfahrung für mich. Zum einen das Gefühl Freiheit und zum anderen das Gefühl, auch angreifbar sein zu können. Also hiermit möchte ich mich auf jeden Fall in den kommenden Wochen noch mehr auseinandersetzen. Auf solche Abenteuer müssen wir unseren Elmo natürlich vorbereiten und uns auch. Ja, die Idee ist auf jeden Fall da und schauen wir mal, wie wir das umsetzen können. Zusammenfassend will ich sagen, dass unser Wohnwagen, unser Elmo, der passende Wohnwagen für uns ist und das Konzept für uns komplett aufgeht. Kleiner Wohnwagen, kleines Auto, kleiner Hund, kleiner Transporter, also Le Petit Porteur, um vor Ort mobil zu sein. Besonders mit dieser Flexibilität haben wir viele Orte, viele Menschen und tolle Eindrücke in den Ländern bekommen können, die wir besucht haben. Wir hatten bisher wirklich gar keine Barrieren. Zum Beispiel hier, dass jemand sagt, hier könnt ihr nicht durchfahren, ihr seid zu breit, zu hoch, zu schwer. Es gab immer die Möglichkeit, den Wohnwagen entweder wirklich dort stehen zu lassen, also abzukoppeln und mit dem Auto weiterzufahren, oder Räder raus und weiter geht's mit dem Rad. Der Wohnwagen bedeutet für uns wirklich eine Auszeit aus dem Alltag.
wenn man am Wochenende einfach mal kurz raus möchte oder mit dem Zuhause das Ausland kennenlernen möchte, ist der Wohnwagen einfach das perfekte Medium. Was finde ich am Kippshelter Plus nach 2 Jahren immer noch phänomenal? Also für mich ist es ein geräumiges, komfortables Interieur, trotz kompakter Größe, viel Stauraum für seine Größe, tolle Isolierung der Fenster und der Sandwich-Außenwände, ein leichtes Gewicht und gute Fahreigenschaften, flexible Nutzungsmöglichkeiten mit dem Sonnensegel und dem Vorzelt. Außerdem ist autarkes Camping möglich, wenn man eine Batterie und die Whale-Heizung und die Sonnenpaneele konfiguriert hat. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu anderen Wohnwagen, ja, da muss ich doch nichts zu sagen. Was ist negativ? Ja, es gab kleine Mängel, aber die wurden jetzt behoben. Die gasbetriebene Küche, das ist meines Erachtens nicht das Nonplusultra, wenn man autark campen möchte. Und die begrenzte Zuladung. Auf ein paar Punkte wollen wir näher eingehen. Besonders die Negativpunkte, Mängel. Ja, Mängel, ja, die sind nie so schön. Und es ist in unserem Fall, ja, verzeihbare Kleinigkeiten. Aber manches ist dann eben auch dem Leichtbau geschuldet. Die gasbetriebene Kochmöglichkeit ist für uns eine nicht so gute Lösung, da wir gemerkt haben, als wir das erste Mal nach Frankreich gefahren sind, die deutschen Gasflaschen kann man dort nicht wieder auffüllen lassen. Es gibt dafür wohl bestimmte Adapter, aber dieser Adapter kostet genauso viel wie eine kleine Kochplatte und so sind wir elektrisch geworden beim Kochen. Der optional mit dem Gas zu betreibende Kühlschrank ist wirklich prima, aber hier in Frankreich dann natürlich auch nicht nutzbar, da man die Gasflaschen hier nicht auffüllen kann. Außerdem finde ich die Kühlschränke in dem Outback und in den neueren Versionen auf jeden Fall gelungener. Die haben nämlich oben nicht mehr diesen kleinen Nibbel, der bei uns auch schon mal abgebrochen war. Der Negativpunkt mit der begrenzten Zuladung, das wird wahrscheinlich bei fast jedem Wohnwagen mehr oder weniger zutreffen. Wir haben mit der Wahl des 750 Kilo Chassis leider nicht die richtige Wahl für uns getroffen, kommen aber auch nie wirklich in diese richtige Überladung. Wir landen eigentlich immer so ungefähr bei 750 Kilo. Das ist unser Fazit. Was meint ihr? Teilt ihr meine Ansicht oder gibt es Dinge, die ihr anders bewerten würdet? Schreibt gern einen Kommentar unter dieses Video. Der nächste Punkt. Wie stellen wir uns den Kippshelter Plus der Zukunft vor? Wenn ich an den perfekten Kippshelter Plus denke, dann gibt es wirklich nur wenig, was ich anders haben möchte. Aber träumen ist immer erlaubt und so will ich mal versuchen, den Kippshelter der Zukunft zu skizzieren. Nennen wir ihn Kippshelter Plus Innovation. Der Kippshelter Plus Innovation hätte eine voll elektrische Ausstattung. Kompletter Verzicht auf Gas, damit wir die Außenküche über eine Außensteckdose betreiben können. Es gäbe eine herausnehmbare Batterie, damit man Balkonkraftwerk und Wohnwagen abwechselnd mit einem Speicher nutzen kann. Panoramafenster im Dach mit integrierten Solarpaneelen. Dann kann ich nachts die Sterne anschauen. Ich würde mir auch wünschen, dass der Kippshelter Plus Innovation Fenster mit Lichtadaption hätte. So kann es sich den Lichtverhältnissen immer anpassen. Ein einfacher aufzubauendes Bossöl mit aufblasbaren Gestänge, so wie es jetzt auch schon beim Kippkompakt der Fall ist. Eine Infrarotheizung in der Decke oder den Wänden als Ergänzung zur Fußbodenheizung. Ein Doppelboden als Lösung zum Transport zum Beispiel von Stühlen oder Tischen. Ein Küchenfenster, damit man auch bei geschlossener Tür Sicht nach außen hat. Und auf jeden Fall mehr indirekte Beleuchtung. Außerdem fände ich einen Kühlschrank toll, den ich von beiden Seiten öffnen könnte. Und was total genial wäre und ein Traum, ist, wenn ich die Küche über einen Auszug herausziehen, schwenken und absenken könnte. All das wollen wir natürlich bei unserem aktuellen Kipp nicht nachrüsten und umbauen. Deswegen möchte ich nach diesem Höhenflug und der Vision eines perfekten Kippshelter Plus einmal unsere Pläne für unseren Elmo vorstellen. Also eins vorweg, wir sind natürlich super zufrieden mit dem Status quo,
und müssen nichts ändern. Aber natürlich entstehen mit den Reisen auch immer wieder neuere Anforderungen und auch Erfahrungen mit unserem Wohnwagen. Wir wollen auf jeden Fall unabhängiger von Steckdosen werden. Kühlschrank, Beleuchtung und Heizung auch unterwegs sozusagen off-grid betreiben. Dazu wollen wir einen Batteriespeicher und eine Solaranlage installieren. Wir wollen eventuell auch wieder Gas mit an Bord haben, damit wir unterwegs kochen und kühlen können. Eventuell auch eine Gas-Stromheizung verbauen. Dazu benötigen wir auf jeden Fall andere Stühle, da sie viel Platz im Bugkasten einnehmen. Also müssen andere Stühle her mit einem kleineren Packmaß. Wir wollen die Fahrräder auch außerhalb des Wohnwagens transportieren können, damit wir auch schnell mal im Wohnwagen unterwegs schlafen können. Vielleicht aber auch unsere Falträder mit E-Motoren ausstatten, damit wir diese im Kofferraum des Autos transportieren können. In diesem Jahr haben wir noch 2 Wochen Urlaub und werden wahrscheinlich nur in die Niederlande fahren. Sicherlich kommen noch ein paar Wochenenden mit dabei, aber nächstes Jahr wollen wir nach Skandinavien. Schauen wir mal, wie Elmo dann aussieht. Das war's auch schon wieder von diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir konnten alle Fragen beantworten. Falls Fragen offen geblieben sind, lasst gern einen Kommentar da. Mich interessiert, ob ihr autark unterwegs seid. Was sind eure Erfahrungen in Sachen Wohnwagen oder Campervan? Was ist euer Nonplusultra? Lasst gern einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal Cargo Bike Lovers und meinen neuen Kanal Liesje de Reuter. Ciao!